Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Heute mal mit einer persönlichen Einleitung, weil ich dachte, das ist bei diesem Food Diary vielleicht ganz sinnvoll, denn das ist ein bisschen speziell. Und wie immer wisst ihr, dass alle meine Food Diaries als Inspiration dienen sollten, was man bei einer veganen Ernährung so essen kann. Ich hatte angefangen mit diesem Food Diary in einer relativ normalen Woche. Mir ging es allerdings nicht so gut und dann am Wochenende hat sich dann auch noch, eine gesundheitliche Komplikation mit eingestellt. Und dann dachte ich, breche ich das Food Diary ab? Dachte mir dann aber, nee, mache ich nicht, weil meine Community schätzt es total, wenn ich ehrlich bin und eben auch die nicht so tollen Seiten zeige, die jede Person aus ihrem Leben kennt. Allen von uns geht es mal nicht so gut. Alle von uns sind mal erkältet, haben mal Magen-Darm-Probleme, haben mal nicht so viel Appetit oder generell solche Dinge. Und deswegen gibt es dieses Food Diary jetzt trotzdem. Ich zeige euch mehr als 7 Tage lang, was ich so Veganes gegessen habe. Und wie immer soll das als Inspiration dienen, was ihr Veganes essen könnt. Aber bitte vergleicht euch nicht 1:1 mit mir. Wir sind alle total unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, einen anderen Appetit, ein anderes Hunger- und Sättigungsgefühl, sind unterschiedlich groß, haben unterschiedlich viel Aktivität und so. Genau. Und diese Woche ist vielleicht nicht ganz so ausgewogen wie in den anderen Food Diaries, aber davon sind ja auch genug auf meinem Account online. Also ganz viel Spaß mit diesem Video. Der Rest unten drin ist beim Nussmusen immer so ein bisschen härter. Na, komm schon. Das ist das Deluxe-Frühstück, was man sich Sonntag nach dem Sport gibt. Mag ich total gern momentan. Also generell das Bratapfel-Porridge. Und ja, heute hatte ich nochmal Lust auf ein Stückchen Schokolade obendrauf und auf etwas dunkles Mandelmus. Mega lecker, das Rezept verlinke ich euch ganz gerne. Habe ich euch auch im Detail in einem der letzten What I Eat gezeigt. Das ist einfach das perfekte Frühstück jetzt für den Herbst und für den Winter. Snack Attack. Ich habe jetzt hier noch so einen Rest Hummus, aber kein Brot mehr da. Da dippe ich jetzt einfach noch eine Möhre rein. Jetzt gibt es Wirsingkohl. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen Wirsingkohl und Kartoffeln dampfgegart und in größeren Portionen in den Kühlschrank gepackt. Jetzt habe ich einfach noch ein bisschen Zwiebel angebraten, den Kohl und die Kartoffeln dazu mit ein bisschen Kreuzkümmel, Gemüsebrühe und Salz abgeschmeckt. Und das hier oben sind vegane Chivapchichi, die gibt es zum Beispiel bei Aldi zu kaufen. Genau, und das esse ich jetzt zusammen. Ich liebe Kohl im Herbst. Als Snack gibt es jetzt noch 3 Clementinen, die ist wirklich sehr, sehr klein und so ein Zartbitter-Lebkuchenriegel. Generell sind die meisten Zartbitter-Lebkuchen vegan, müssen nur drauf gucken. Es gibt mittlerweile leider manche Sorten, wo Butterreinfett verwendet wird oder wo noch mit Vollmilch glasiert wird als Dekoration, aber sonst sind die meisten Lebkuchensorten tatsächlich vegan, aber immer die Zutaten prüfen. Ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie nicht so viel gegessen. Also für meine Verhältnisse, weil ich ja auch relativ viel Sport mache und recht groß bin. Und ich habe aber auch nicht so wirklich viel Appetit. Dachte mir aber, ich esse jetzt noch ein bisschen Sojaskier mit Frucht ist das. Und ich habe mir eben aus Pflaumen so eine Art Kompott gemacht, weil die Pflaumen, die waren schon so ein bisschen runzelig, aber noch gut. Und ich hatte irgendwie keine Lust, die so zu essen. Und ich gebe mir jetzt einfach noch ein bisschen was von diesem Kompott da drauf. Ich habe dafür die Pflaumen wirklich nur mit ein bisschen Kokosblütenzucker, Wasser und Zimt aufgekocht, sodass die ja jetzt so eine Konsistenz haben. Den Rest davon werde ich mir irgendwie aufs Frühstück geben morgen. Ja, dann esse ich das jetzt noch als Abendsnack. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit für ein Frühstück, deswegen esse ich jetzt erstmal so einen Riegel. Das ist, ich weiß nicht, ob das rohköstlich ist, aber mit Erdnuss, Kakao und Kokosnuss, die habe ich bei Aldi gefunden. Ja, das esse ich jetzt, bevor ich mir dann etwas später richtiges Frühstück mache. Heute hatte ich zum Frühstück Lust auf Brötchen und deswegen gibt es jetzt ein Kürbiskern, normales Brötchen mit Grünkernaufstrich, also so ein Grünkern-Kürbiskernaufstrich und mit pikantem Hummus, Tomate und Gurke. Es ist jetzt schon relativ spät. Ich habe mega Hunger, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe und ehrlich gesagt nicht wirklich zum Essen kam. Deswegen habe ich mir jetzt trotzdem noch was gemacht, bevor ich bald schlafen gehe. Ich habe jetzt 2 Vollkornbrote mit dem Grünkernaufstrich und mit Räuchertofu. Dann habe ich dazu noch ein bisschen Hummus, wo ich dann
das Gemüse reindippen kann. Möhre, Paprika und noch ein bisschen Tomate. Ganz simpel, aber es braucht manchmal, finde ich, auch gar nicht viel. Als Nachtisch esse ich jetzt noch ein bisschen veganen Schokopudding. Wir sind jetzt hier essen und frühstücken und das ist der Teller mit den veganen Sachen. Und dann gibt es noch Brötchen und auch ein paar nicht vegane Sachen, die aber extra sind. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ein paar Stunden später habe ich mir jetzt zu Hause noch ein Brot gemacht mit dem restlichen Grünkernaufstrich mit nicht angebratenem Räuchertofu und Tomate. Und hier oben habe ich noch den Rest vom Fruchtskier und meinem selbstgemachten Kompott, damit davon nichts abläuft bzw. verdirbt. Mir ist immer noch total schwindelig. Ich war heute in einem MRT und habe eine Tablette davor bekommen und bin jetzt quasi heute außer Gefecht gesetzt und muss den Tag ruhig zu Hause angehen, ohne Arbeit und so. Deswegen dachte ich mir, ich starte mal mit sowas. Und noch so einen zartbitter Lebkuchenriegel. In welchen Food Diaries sieht man mal sowas? Ja, ich fühle mich immer noch total benebelt, ich kann es nicht anders sagen. Und wollte jetzt nicht mit Messer hantieren. Ich bin sowieso manchmal unvorsichtig und das möchte ich nicht riskieren. Deswegen ich mir jetzt Essen bestellt habe. Und zwar einen veganen Cheeseburger, Pommes und eine Limo war auch noch mit dabei. Und zum Frühstück den Rest Vollkornbrot. Das ist noch eine Scheibe, also die Kante da. Vielleicht mache ich daraus auch Croutons. Ich habe nämlich gelernt, dass man die relativ schnell essen sollte, wenn die frisch vom Bäcker sind, weil die doch ziemlich schnell schimmeln. Wieder mit Hummus, mit einem Rest Räuchertofu und mit Tomaten. Und jetzt gibt es noch einen Riegel Schokolade. Das ist so dunkle Schokolade mit Mandeln drin. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Lust, was zu kochen. Mir geht es gerade irgendwie nicht so gut. Und dann bin ich froh, wenn ich irgendwas überhaupt esse, wenn ich keinen Appetit habe. Einfach, dass mein Körper mit Energie versorgt ist. Ich habe jetzt noch das letzte Stückchen Brot hier mit ein bisschen Hummus mir geschmiert. Und dazu esse ich jetzt noch 3 Clementinen. Und jetzt gibt es noch so 2 Lebkuchen mit Zartbitterschokolade. Die sind tatsächlich meistens vegan. Bei der Marke Weiß müsst ihr aufpassen, da gibt es 2 Chargen diesen Winter. Die eine ist vegan und die andere ist nicht vegan. Da müsst ihr unbedingt auf die Inhaltsstoffe achten. Aber das ist die mit dem veganen Siegel und das mag ich diesen Winter wirklich sehr, sehr gerne. Okay, es ist noch nicht mal Winter. Aber es gibt schon Weihnachtssüßigkeiten. Mega gut. Heute gibt es zum Abendessen ein Kindheitsgericht und zwar habe ich mir Rahmspinat selbst gemacht, also so Würzspinat, den ich noch ein bisschen verfeinert habe mit Sojacuisine. Dazu ganz einfach Kartoffelpüree und vegane Fischstäbchen. Super easy. Manchmal muss es einfach so Comfort Food sein. Heute gibt es zum Frühstück erstmal einen Shake. Eigentlich habe ich richtig Hunger und wollte mir meinen Porridge machen, aber wie ihr hört, läuft die Spülmaschine noch, weil der Topf nicht sauber ist und locker angekrustet ist. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Shake gemacht aus einer sehr reifen Banane, tiefgefrorenen Himbeeren, veganem Proteinpulver, Leinsamen, Wasser, Pflanzenmilch und Haferflocken sind noch drin, genau. Sodass ich dafür im Moment auch satt von bin, weil ich gerade noch beim Sport war. Und ich denke, danach mache ich mir dann mein richtiges Frühstück. An diesem Nachmittag habe ich mich dazu entschieden, nochmal in einem Café arbeiten zu gehen und dort habe ich ein veganes Fladenbrot mit so veganem Dönerfleisch gegessen. Das ist so auf Basis von Sojaschnitzeln und ich habe noch ein Stückchen Apfelkuchen gegessen und dazu gab es noch Kaffee mit Hafermilch. Das glamouröse Leben von Bloggern. Ich habe mir irgendwie den Magen verdorben oder was auch immer. Ich hatte gestern Schüttelfrost und Fieber und habe irgendwie seit gestern Mittag nichts mehr gegessen, also jetzt ist es am nächsten Tag Abend. Ja, meine Mama hat mir gerade ein paar Sachen gebracht. Ich esse jetzt ein bisschen Zwieback. Ich habe schon 2 Scheiben essen können. Selbst trinken war die letzten Stunden sehr schwierig. Ja, habe überlegt, das Food Diary abzubrechen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch vollkommen normal. Jeder verdirbt sich mal den Magen, jedem geht es mal schlecht irgendwie. Und das gehört nun mal auch dazu. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich das, worauf man dann Lust hat, wenn man Lust auf was zu essen hat, das ist, was man auch ganz gut verträgt. Meine Mama hat mir noch so Nougat-Bits, Nougat-Pockets mitgebracht. Irgendwie habe ich darauf Lust und gestern konnte man mich mit Essen komplett jagen und ich hatte gar keinen Appetit. Ja, super spannend. Ich habe jetzt heute ein paar Zwieback gegessen, hatte eben eine Schale Nougat-Bits. Das ging ganz gut und esse jetzt noch ein paar Erdnüsse. Bin mal gespannt, wie das so klappt. Mich langsam ein bisschen rantasten. Ich hatte mir vor einer Weile mal bei Koro Schwarzkümmelöl bestellt
Und bin gestern wieder drauf gestoßen auf einen Beitrag, dass es ja auch gut fürs Immunsystem ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich benutze das viel zu selten. Dabei ist Schwarzkümmel einfach sehr, sehr gesund. Man kann es äußerlich anwenden, aber auch eben innerlich für das Immunsystem gegen Infekte. Auch bei Allergien soll das gut sein. Und davon werde ich jetzt mal einen Teelöffel zu mir nehmen. Soll auch den Bauch ein bisschen beruhigen, wenn man so Magenkrämpfe und sowas hat. Kann man auch für Massagen benutzen, für die Haarspitzen benutzen. Super vielseitig. Ist natürlich auch in Bioqualität in einer 1-Liter-Flasche. Ja, sollte ich eigentlich mal regelmäßig in meine Ernährung einbauen, weil das einfach so viele gesundheitliche Vorteile hat. So, ich versuche mich da mal an Frühstück. Gestern Abend der pure Zwieback ging ganz gut und die Nougat Pockets auch. Ich habe mir jetzt, ich verlasse mich da so ein bisschen auf mein Bauchgefühl, nochmal Knäckebrot gemacht mit ein bisschen Erdbeermarmelade und dazu gibt es ein Glas Saft. Also ich habe bis hier ungefähr Saft gemacht, mit Wasser aufgefüllt. Da sind auch ein paar Vitamine zugesetzt, was ganz gut ist, weil ich mich immer noch ziemlich schwach fühle und ich hoffe, dass es danach ein bisschen besser ist. So, ich habe dann nach Tagen auch mal wieder gekocht und zwar so ein Go-To-Gericht von mir, was ich wirklich sehr, sehr oft mache. Ich brate einfach Räuchertofu oder Tofu, in dem Fall jetzt Räuchertofu, mit ein bisschen Zwiebel an, mit ein bisschen Knoblauch an. Dazu kommt dann Gemüse, meistens Paprika und Zucchini. Und dann kommt Tomatenmark da drauf und Gewürze, Salz. Und wenn ich noch da habe, einen Schuss Sojacuisine oder auch ein bisschen Mandelmus oder so. Manchmal mache ich auch noch Hefeflocken mit rein oder eben Hefeflocken obendrauf, damit das Ganze so ein bisschen käsiger wird. Und dann esse ich das zusammen. Ich habe jetzt hier ein bisschen an Gewürzen gespart. Ich habe wirklich nur ein bisschen Salz reingegeben und werde mal versuchen, ein paar Hefeflocken darauf zu essen. Liebe ich nämlich total. Die bestelle ich bei Koro. Die geben den ganzen, ach genau, hier kann man auch reinschauen, die geben den Gerichten halt immer so einen würzigen, käsigen Touch und zum Abrunden als Topping ist das super lecker, aber ihr könnt damit zum Beispiel auch einen Hefeschmelz machen, um zum Beispiel eure Gerichte zu überbacken, so Gratins und so, das funktioniert richtig gut, kann ich sehr, sehr empfehlen, ist mega lecker. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal mit einer kleinen Portion. Wenn ihr mehrere Food Diaries von mir gesehen habt, wisst ihr, ich esse sehr gerne große Portionen. Als große Frau esse ich viel und ich esse gerne, aber jetzt muss ich gerade ein bisschen auf meinen Körper hören und ja, langsam machen. Und ja, ich freue mich aber drauf. Und wie geil ist bitte diese Nudelform? Ja, das tat auf jeden Fall gut, mal wieder ein bisschen Gemüse in meinem Essen zu haben. Ich habe das Gefühl, so langsam kann ich mich auch mal an so frische Sachen wagen. Ich habe nämlich total viele Mandarinen noch da, die ich so langsam mal essen sollte, weil auch schon eine jetzt verschimmelt ist. Und ja, dann habe ich jetzt mal abgewaschen, damit denen das nicht auch noch passiert und ich das vermeiden kann. Und dann habe ich mir noch zwei Lebkuchen rausgeholt. Mal gucken, ob das geht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich langsam esse und nicht so viel auf einmal, dann verträgt mein Magen das ganz gut. Ja. Heute nehme ich mir mal ein bisschen Zeit fürs Frühstück. Es ist heute Sonntag. Ich habe mir noch einen Rest Gurke klein geschnitten und hatte noch Tomate da. Meine Mama hat mir veganen Käse und Frischkäse besorgt. Und ich esse jetzt ein Brötchen und ein bisschen Brot. Mal schauen, wie viel geht. Aber darauf habe ich total Lust. Ich lasse allerdings so Salz und Gewürz und so jetzt erstmal weg. Ja, langsam versuchen. Und dazu gibt es auch mal wieder ein bisschen Saft. Das hat mir ganz gut getan die letzten Tage. Jetzt gibt es den Rest vom gestrigen Abendessen. Da habe ich ja extra zwei Portionen gemacht und die für heute ist ein bisschen größer von den Nudeln, die ich gestern Abend gekocht habe. Als Snack gibt es jetzt noch was von dem Pudding, den ich vor ein paar Tagen schon hatte, aber es war eine große Packung und das Problem ist, dass es sonst schlecht wird. Ich habe es gerade probiert, das schmeckt noch gut und bevor das jetzt schlecht wird und ich das entsorgen muss, gibt es das jetzt noch zwischendurch und ich snack gerade noch ein bisschen trockenes Brot. Wenn das frisch ist, dann mag ich das sehr, sehr gerne. Und ein paar Mandarinen als Abendsnack. Zu Abend habe ich mir jetzt einfach nur noch zwei Brote gemacht mit ein bisschen Streichkäse, also veganem Streichkäse, etwas Räuchertofu und dazu einfach noch eine klein geschnittene Möhre. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich verlinke euch jetzt hier gerne mal mein letztes What I Eat in a Day. Da gibt es ein spezielles Rezept, was ich gekocht habe und mit euch teile, und zwar ein veganes Butter Chicken. Und ich nehme euch da mit durch den Tag. Schaut da gerne mal vorbei. Darunter findet ihr die Playlist mit allen anderen Food Diaries und essensmäßigen Videos, aus denen ihr euch jede Menge Inspiration holen könnt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!